something happened. The guards, they're all dead. Their bodies have been found in the dungeons and he's gone. What? You worthless fool! Find him. Find him now, or fall on your sword. Yes, sire. As you command. These halfwits couldn't find water in an ocean. Shordahan! See to it that this is taken care of. 5 Jahre sind seit den Geschehnissen in Antalor vergangen. Der Held aus Tuvald sitzt noch immer in seinem Verlies in Gandohas Burg fest. Doch mit Beginn des zweiten Teils scheinen sich die Aussichten für den Helden und damit auch für das unter der teuflischen Herrschaft Gandohas leidende Land schlagartig zu verbessern. Ausgerechnet die Orks, die im ersten Teil noch unsere Erzfeinde waren, sind nun für unsere Rettung verantwortlich. Übrigens, ja, es handelt sich hierbei um genau den Helden des ersten Teils. Und nein, eine Importierung ist nicht möglich, da seine Fähigkeiten wieder bei Null beginnen. Nach der spektakulären Rettungsaktion und der Flucht aus den dunklen Gemäuern erschließt sich uns die Welt von Two Worlds 2. Nun gilt es auch, unsere Schwester Kyra aus den Fängen Gandohas zu befreien und herauszufinden, warum die schleimigen Orks ausgerechnet uns gerettet haben. Die Welt ist mit ihren 40 Quadratkilometern in etwa so groß wie die des Vorgängers, allerdings um einiges abwechslungsreicher, dazu aber später mehr. Zuallererst lernen wir nämlich die Grundlagen des Kampfs. Das ist auch bitter nötig, denn die Welt von Two Worlds 2 ist gespickt mit den unterschiedlichsten Monstern, bösartigen Tieren und Feinden, die uns ans Leder wollen. Während wir eine Auseinandersetzung im ersten Teil noch mit nur einer Taste gewinnen konnten bzw. mussten, benötigen wir im zweiten Teil derer 3. Zwar ist das Kampfsystem mit den 3 Angriffsmöglichkeiten pro Waffe immer noch recht actionreich, dafür aber immerhin um einiges abwechslungsreicher und dynamischer als noch im Vorgänger. Das wirkt sich auch deutlich auf die Kampfanimationen aus. Als Angriffswerkzeuge nutzen wir abermals allerhand Schwerter, Äxte, Messer und dergleichen, die wir auch selbst tunen können. Das funktioniert allerdings anders als im ersten Teil. Anstatt Waffen übereinander zu legen, kombinieren wir sie nun mit Rohstoffen, etwa denen eines ausrangierten Dolchs. Einmal bearbeitet, werden die Waffen stärker und widerstandsfähiger. Sind die Feinde einmal offensichtlich zu stark, nehmen wir ganz einfach den Weg eines Assassinen. Wir schleichen uns von hinten an unser Opfer heran und erledigen ihn dann ganz einfach aus dem Hinterhalt. Ezio wäre stolz auf uns. Natürlich dürfen sie in Two Worlds 2 auch wieder jede Menge Magier spielen und zahlreiche mit der Zeit erlernte Spruchkarten miteinander kombinieren. Je nachdem, wie wir die Fähigkeiten unseres Helden im Spielverlauf entwickeln, also ob wir mehr Energie in die kämpferischen Fähigkeiten oder die Zauberkünste stecken, könnte aus unserem Charakter ein richtig mächtiger Magier werden. Auch technisch hat sich in Two Worlds 2 einiges getan. Grafisch wirkt das Rollenspiel sehr ordentlich und sauber, wenn auch nicht überragend. Lichteffekte und Schattenbildung hier in einer Mine können sich jedenfalls schon jetzt sehen lassen. Natürlich trägt auch das Weltdesign einiges zum guten Eindruck bei. Anders als im ersten Teil ist die Umgebung zwischen den Städten nämlich sehr abwechslungsreich gestaltet. Während wir hier beispielsweise am Rande eines tropischen Waldes unterwegs sind, verschlägt es uns etwa auch in eine Savanne samt Wüstenbewohnern oder in ein dunkles Sumpfgebiet. Auch die Städte selbst unterscheiden sich stark voneinander. Die dicht besiedelte Wüstenstadt erinnert etwa ein bisschen an Jerusalem aus Assassin's Creed, unter anderem auch deshalb, weil wir uns über Leitern auf die Dächer bewegen und hier über die Stadt hinwegschauen können. Ein anderes Stadtbeispiel ist diese asiatische Festung, die architektonisch im Gegensatz zu der zuvor gesehenen Wüstenstadt steht. Two Worlds 2 kann sich schon jetzt sehen lassen. Vor allem das bessere Kampfsystem und die Designverbesserung gefallen uns. Fraglich ist zu diesem Zeitpunkt lediglich, wie spannend und abwechslungsreich die Quests auf Dauer ausfallen und ob die Story des Spiels wirklich stark zulegt, wie vom Entwickler versprochen.